Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Jo, beim letzten Mal hatten wir Digo nach Hause gebracht und noch einen weiteren Kameraden und wir wollen heute wieder in das alte Gebiet zurückreisen. Wir haben da noch richtig viele Sachen zu holen. Ein Pikmin ist leider letztes Mal gestorben. Wir wollen es nicht vergessen. Wir haben das Gebiet zu 71% fertig. Und ich glaube, wir werden das darauffolgende Gebiet zum blühenden Park freischalten, bevor wir zum Park überhaupt einmal fahren. So, Leute, wir sind hier oben. Liegt die Erdnuss noch da, wo ich sie letztes Mal habe liegen lassen? Welche Taste war nochmal? Okay, die Erdnuss, die ich letztes Mal habe liegen lassen, liegt hier vorne. Sammeln wir die zuallererst erstmal ein. Ich habe auch mittlerweile einen Plan, hier mir zwischen den Folgen überlegt, wie ich eventuell an die blaue Zwiebel rankomme. Aber zuallererst, dich nehmen wir mit. So. Dann rennt mal. Bin schon gespannt, wie die hinterher heißt. So, zuallererst will ich jetzt hier hin. Ich habe den Plan, den Fluss einzufrieren, damit 20 gelben Pikmins rüber zu laufen, die Zwiebel hier runter hieven zu lassen, dann den Fluss nochmal einzufrieren und mir dann die Eispigments zu holen und den Fluss gefrieren zu lassen, weil Otschin kann mit 10 anderen Pikmins zusammen das Ding ziehen. Das wäre mein Plan. So. Eisbombe? Eisbombe plus Wasser. Und jetzt werfe ich die... Nein, nicht da hoch. Nicht da hoch. Sondern da hoch. So, Otschin, du musst einmal kurz hier bleiben. Obwohl, du musst hier bleiben, damit ich hier hochklettern kann. So, jetzt nehme ich mir die mal. Das ist 100% so nicht gewollt, sondern eigentlich, dass man 50 Pikmins wahrscheinlich hat. Tragt das mal, soweit ihr könnt. Einfach nur, dass es da unten liegt. Die tragen eh nicht weiter, wenn sie nicht weiterkommen. Die frieren das ein. Und dann holen wir uns die Zwiebel jetzt. Warum bist du da unten, Otschin? Otschin? Und die können das gemeinsam tragen. Mein Plan funktioniert. Es ist 100% nicht gewollt, die blaue Zwiebel so zu holen. Aber wir haben sie. Und das ist alles, was zählt. Hat mich nur eine Eisbombe gekostet. Beziehungsweise zwei, weil ich eine aus Versehen mitgeworfen habe. Jetzt können wir blaue Pikmins herstellen. Wenn wir noch mehr Zwiebeln auf diese Art verschmelzen lassen, können wir vielleicht... kämen wir leicht an Pikmin vieler verschiedener Arten. Ich sehe es als gemogelt an, was wir hier getan haben. Aber das macht ja nichts. Hm? Warum kommen denn diese Pikmin nicht aus der Zwiebel?
Ah, dem Logbuch zufolge kann es immer nur 3 Pikmin-Arten gleichzeitig an der Oberfläche geben. Ja. Die Pikmin müssen Schutzmechanismen entwickelt haben, die verhindern, dass zu viele von ihnen auf einmal verloren gehen. Früher konnte man alle Pikmins einfach mitnehmen. Ich nehme mal alles an Eispigments sonst mit. Ja. Unser erstes blaues Pikmin. Solche Pikmin haben wir noch nie zuvor gesehen. Obwohl immer schon einmal auf diese Pikmin-Art gestoßen ist. Blaue Pikmin haben mundförmige Kiemen, die eine Fortbewegung unter Wasser ermöglichen. Da diesen Pikmin Wasser nichts ausmacht und sie sogar schwimmen können, sind Wasserflächen jetzt für den Transport von Objekten kein Hindernis mehr für mich. Genau dafür will ich die haben. Aber wir brauchen natürlich mehr von ihnen. So, die blauen werden herausgeholt. Jetzt können wir nämlich auch hier das Zeug im Wasser abtransportieren. Und ich nehme auch mit. Okay, die Eispigments, die ertrinken auch nicht. Holt ihn euch. Ist da sonst noch irgendwas im Wasser? Nur was zum Abtransport. Genau, hol ich ihn euch. So, das war Punkt Nummer 1, den ich heute machen wollte. Nummer 2. Wie wäre es, wenn wir mal endlich denen hier mal endlich folgen würden? Wir können nur mit den Pikmins arbeiten, die hier sind. Testduell. Hätte den führten Gestrandeten. Das ist auch so ein Dandori-Ding, ne? Ein da. Die gehen einfach nach Hause. Hm? Was geht hier vor? Warum freuen die Pikmin nicht? Ihr seid auf euch allein gestellt. Viel Glück, Shining. Und ihr auch, Ottchen. Wenigstens ihn darf ich mitnehmen. Wir machen das, Ottchen. Testduell, Dandori Level. Ein Feuer von 5 Feuer. Okay. Mano? Wo sind wir hier? Ah, darum kümmern wir uns später. Unsere Aufgabe ist die Rettung von Gestrandeten. Alles andere ist zweitrangig. Ich sehe sie. Da drüben. So entstehen die. Was passiert hier gerade? Wer der Dandori nicht mächtig ist, kann auf diesem Planeten nicht überleben. Doch die Blätter retten alle. Aber du, dir geht es gut. Denkst du etwa, dass du keine Blätter brauchst? Dann lass mich deinen Kennen auf die Probe stellen. Stell dich mir im Dandori-Duell. Ich stelle dir Pikmin zur Verfügung. Sie werden dich unterstützen, solange du hier bist. Und nun höre mir gut zu. Transportiere innerhalb des Zeitlimits Objekte zu deiner Basis. Ihr Gewicht wird addiert. Die höchste Punktzahl gewinnt. Möchtest du die gestandene Person mitnehmen, musst du beweisen, dass du mir im Dandori überlegen bist. Also bestreiten wir ein Dandori-Duell. Oh, Erstmal ein paar Pikmins mehr am besten. Die kommen auch in Blüte wieder raus. Ich habe schon gut Gewicht. Attacke! Das ist meins! Genauso wie in den alten Pikmins. Man kann einfach bopsen gehen. Attacke! Ich
Ja, ich habe den Hund ausgeschaltet. Ja, mach für mich mal frei. Dafür brauche ich, glaube ich, gelbe. Danke. Danke fürs Freilegen. Das war sehr nett von dir. Nur für mich. Och, wie nett von dir, das für mich freizulegen. Mann, ist der nett. Nur für mich arbeitet er sich ab. Danke. Hatschen. Ach, wenn Hatschen drauf geht, dann ist er wieder an der Base. Meins. Genau, geht da mal ärgern. Und schon hat mehr Kraft als die Pikmin. Oh, da ist so ein leckerer Apfel. Mann, ist das einfach. Nicht mal schieben, Otschen. Schnee! Hm, das war ein knapper Sieg. Du hast mit 60 oder mehr Vorsprung gewonnen. Hm. Die Macht deines Dandori ist überwältigend. Ich übergebe diese Person in deine Obhut. Okay, danke. Und weg ist er. Wer war ein Weltraumgeistern war das? Doch wer immer es war, er hat recht. Du bist echt gut im Dandori. Bring mir diese gestandene Person jetzt zur Oberfläche. Gerettet. Aber ich darf die Pikmins da unten nicht behalten. Wie? Diese gestrandete Person wachsen ja wirklich Blätter auf dem Kopf. Genau wie deinem Gegenspieler bei dem Duell eben. Bring diese Person unverzüglich zur Beagle. Ich nehme mal nur Eispigments mit, weil ich gleich eh das andere noch machen will. Kann ich das Teil eventuell runterziehen, wenn ich da Pigments dran werf? Nee. Okay, Person ist beim Schiff. Egal aus welcher Richtung man schaut, auf dem ganzen Kopf wachsen Blätter. Auch das Gesicht ist völlig, tja, belaubt. Vielleicht verrät uns die Visitenkarte mehr. Fehler PNF 404. Fehlerdaten können nicht gelesen werden. Wie? Die Daten können nicht gelesen werden? Aber eine biometrische Identifikation sollte doch möglich sein.
Jetzt haben wir ein Problem. Wie finden wir heraus, wer das ist? Irgendwie schaffen wir es schon. Ich hole mir mal die gelben Pigments und gehe nochmal da hoch. Vielleicht kann ich mit den gelben Pigments das ja rausholen. So, Mr. Kibis, jetzt wirst du mitgenommen. Die zieht man echt mit den gelben runter. Um Gottes Willen, 30 werden gebraucht. Ich auch mal mit Otschin. Je mehr, desto besser. Ihr dürft ruhig eine Abkürzung nehmen. Boah, das muss doch viel geben. Nur 150? So, hier haben wir ein 5-Minuten-Zeitlimit. Ja, ich weiß, ihr wollt nicht mit. Wieso ist es, wollten die Pikmin nicht mitkommen? Tja, es hilft dir nichts. Shining, da musst du allein mit Otsche bei dir machen. Das bin ich ja schon gewohnt. So, hier ist auch Nandori Level 1. Und ich mag, teste dein Nandori im Nandori verbessern. Das Ziel ist einfach. Transportiere so viel du kannst. Ich schätze hier, keiner ist echt. Du kannst sie nicht mitnehmen. Die Pikmin hier sind meine. Auch sie kannst du nicht mitnehmen. Das bedeutet Nandori in alle Ewigkeit. Glückseligkeit für mich und für dich. Gutes Nandori, du erhältst Rohmaterial. Nicht so gutes Nandori, auch dann erhältst du Rohmaterial. Du willst mich fortbringen von hier? Zeig mir dein Bestes, Nandori. Okay. Ich will so viel mitnehmen wie möglich, hieß es. Gucken, ob wir das schaffen. So, dann nimmt die beiden mal mit. Die schaffen das schon. Halt mal so lange das da, bevor ich hier nicht alle anderen dabei habe. So, ich helfe jetzt mal denen da. Tun sie nicht. Ich habe ja noch Zeit. Der ist auch gut beschäftigt, der Typ. Da ist man allein schon, um den Weg zu verkürzen, sollte man die Wurzel da eventuell rausziehen. Das war jetzt nicht bedingt die intelligenteste Idee. Mach ihn fertig! Oh,
So, jetzt transportiert einmal das da eben kurz ab. Das wird viel geben. Schnille! Warte mal. Ach schade, ich darf das Ultimotivier-Spray hier nicht einsetzen. Einmal ganz kurz einreißen. Haben wir noch eine Abkürzung? Ich lass mal 10 hier arbeiten. Ich glaube, das ist alles, oder? Klar, das hätte ich mir gönnen können, so ein bisschen, um besser arbeiten zu können, ne? 140. Maximum rausgeholt. Aber wir hätten uns schlauer anstellen können. Beispielsweise die Wurzel zuallererst rauszuziehen. Ich habe auf einmal 162. Du arbeitest zu schnell. Mir ist schwindelig. Hier, nimm 30 Rohmaterial in deine Billionen. Oh nein, der Laubling ist ohnmächtig geworden. Was wohl der Grund dafür war? Gut, dass es unsere Gelegenheit, ihn hier rauszubringen. Und ein weiterer Laubling gerettet. Bei den ganzen Blättern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist. Trotzdem, wir müssen diesen Laubling natürlich retten. Wenn er wieder in der Höhle verschwinden würde, wäre das nicht gut. Wir sollten den Deckel dieser Höhle geschlossen halten. So, ich lasse mal die Blauen den abtransportieren und dann stört auch das Wasser nicht. Ich glaube, sonst ist hier kaum noch was, ne? Ich glaube wirklich, dass wir hier alles eingesammelt haben. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht identifizieren können. Auch dieser gestandene Person sind Blätter gewachsen. Mal sehen, ob uns die Visitenkarte weiterhilft. Nope. Nein, leider nicht. Da steht so gut wie gar nichts drauf. Ob das an den Blättern liegt? So, einmal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube wirklich, wir sind hier fertig. Wir waren in allen Löchern drin, soweit ich das sehe. Wir haben alles eingesammelt. Das Einzige, was ich noch machen kann, hier hinten war, glaube ich, auch nochmal so eine Zugbrücke, die man runterziehen kann. Ja, hier an der Stelle. Die würde ich noch mit den gelben Pigments eben kurz einmal runterziehen. Und dann würde ich hier nur noch blaue Pigments farmen, eben kurz. Dass wir ein paar schon mal haben. Also, ich lasse mal meine maximale blaue Anzahl mitten da. Nehme mir noch die gelben und gehe einmal kurz da hinten hin. So, jetzt kann ich das runterziehen, ne? Oh, jetzt haben wir hier wirklich alles. Also ich sehe jetzt auch nicht aus der Ferne, dass hier noch irgendwo was versteckt ist. Ich glaube echt, dass wir das Gebiet abgeschlossen haben. Wie gesagt, ich farbe dann jetzt weiter blaue Pigments, bis die Zeit rum ist. Oh, ich habe gerade auch ein paar von diesen roten Beeren eingesammelt. Wir haben ja mittlerweile eine ganze Menge dieser roten Beeren gesammelt. Und daraus werden dieses Spray.
Eine angehende Analyse hat ergeben, dass diese Beeren große Mengen an Ultramotivier-Essenz enthalten. Du solltest 10 dieser Beeren auspressen und den Extrakt in deiner Tasche verstauen. Probier es doch einfach mal aus. So, Leute, wieder zurück auf meinen Flug. Wir haben viel abzugeben. Wir haben 2 Laublinge gerettet. Leute, die Blicken aus dem Kopf wachsen. Seltsam, seltsam. Die Atmosphäre des Planeten enthält giftigen Sauerstoff. Daher sollte hier niemand ohne einen Helm überleben können. Auf diesem Planeten gehen merkwürdige Dinge vor sich. Eine Imbissbude und mysteriöses Fahrzeug. Das ist doch kein Fahrzeug. Und ihr seht, ich habe noch ein paar Pigments geholt. Wir sollten eigentlich mal über die gestrandeten Personen mit den Blättern auf dem Kopf reden, die wir gerettet haben. Diego, meintest du dieses Phänomen, als du uns von dem Laubling erzählt hast? Genau. Das hier könnte unser Pilot sein. Das ließe sich leicht herausfinden, wenn die Blätter nicht wären. So kann ich nicht erkennen, ob es Bernhard ist oder nicht. Vielleicht wissen wir mehr, nachdem Spanel sie untersucht hat. Ja, vielleicht, aber zuerst einmal müssen wir ihn finden. Dann soll sich dieser Gestrandete erstmal etwas ausruhen. Tag 7. Da liegen die beiden Laublinge. Gibt es etwas Neues zu dieser gestrandeten Person? Kannst du mir etwas über ihren Zustand sagen? Nichts Neues, befürchte ich. Sie schläft noch und reagiert nicht auf unsere Versuche, sie aufzuwecken. Das Seltsame allerdings ist, dass sie keinen Helm braucht, um atmen zu können. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ihr kommt ja ohne einen Arzt also wohl nicht weiter. Ihr beide könnt helfen, indem ihr euch darauf konzentriert, weitere Rettungskrewmitglieder und Schätze zu finden. Gut, dann erkläre ich hiermit die heutige Strategiebesprechung für beendet. Wenn das Crew auf eurer Station, bitte. Verstanden, Chefin. War ich mit denen? Zählt das jetzt als ein Gebiet 100%? Könnte ich es erforschen? Ist Teil der Rettungsarbeit. Also beweis mir, dass du ein Gebiet zu 100% erforschen kannst. Habe ich das nicht? Hallo? Einfach nur mal kurz gucken. Hier sind die Gebiete, die du hier jederzeit erkunden kannst. 99%? Irgendein Prozent fehlt mir da. Ich habe irgendein Prozent der Oberfläche nicht erkundet. Ich laufe da offscreen nochmal drüber und farm dann einfach Pigments. Für diesen 1% mache ich keine Aufnahme. So, ich kann jetzt den Untätigkeitszähler kaufen, den KP-Verstärker, Flammschutz. Ich fände den ganz nützlich, dann weiß ich wenigstens, wie viele Faulenzen. Oder den Flammschutz. Nee, komm, gönnen wir uns den Untätigkeitszähler. Okay, ihr dürft euch nicht wundern, wenn wir das nächste Mal anfangen, wird Tag 8 sein. Auf jeden Fall, Leute. Bei mir ist die Folge jetzt schon richtig lang. Nach dem Schnitt wahrscheinlich nicht mehr. Jedenfalls, wir haben heute viel geschafft. Dieser 1%, der macht mich jetzt gerade wahnsinnig. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!